nochmal ein Video zu Olafs Deckeln, Baders Deckeln, die Ovomo. Ich habe mich die nun mal im Einsatz gehabt. Und ich habe übrigens dazu noch für die spanische Gemüsekiste auch noch Deckel gemacht. Genau. Da muss ich noch weiter dran arbeiten. Wieder dasselbe Prinzip, entweder halt die Holzleisten, ne? Oder ich mache halt wieder so ein Stöpsel da drunter. Genau, jedenfalls mal. Ist ein Behindertenzeichen, weil meine Freundin arbeitet mit Behinderten und die fahren ja ab und zu mal mit, deswegen muss es auch immer flexibel bleiben. Hier meine Schränkchen, ja, da ist er doch ganz voll. Das ist das Kind jetzt von der Tochter. Ziemlich voll. Und ja, auf jeden Fall sind die ganz zufrieden. Ja, ja. Ich merke, ich lenke euch wieder nur vom Wesentlichen ab. Jedenfalls einfach mal drauf gehalten, genauso wie das aussieht in der Praxis. Jedenfalls hatte ich mir aus diesen Dachlatten, das letzte Mal auch schon im Video gesagt, Dachlatten, aus diesen Lattenrosten, da praktisch Dinger gemacht, auch halbierte und jedenfalls jetzt diese, wir sagen mal um Olafsdeckel, genau. Und das seht ihr schon, das hatte ich mir schon als gedacht, dass das eventuell mit dem Reinsetzen, dann sitzt das nicht exakt, aber es macht nichts. Selbst wenn der Deckel nicht exakt sitzt, es ist unfassbar stabil. Vorteil gegenüber denen ist natürlich, wir wollen natürlich, jetzt, das habe ich dann auch ab und zu gemacht, ich nehme einfach, da gibt es auf jeden Fall noch andere Videos, da seht ihr es, ich nehme dann die Dinger raus und dann sitzen wir drauf und der zum Essen zum Beispiel, da mache ich einfach ja einen Platz dazwischen, ihr wisst ja inzwischen, wie das funktioniert, dann kann ich einfach hier so dazwischen setzen und dann ist die Kiste frei und trotzdem ist noch die Sitzfläche da. Also das haben wir auf jeden Fall genutzt. Also das haben wir genutzt und also eine Seite mit Olafs Deckeln, das wird man weiterhin hier machen. Das ist gut, mir gefallen sie halb vom Design her, muss ich sagen. Das ist für mich halb als ehemaliger Möbeltischler, würde ich sogar sagen, Profi, der ich da kurzzeitig war. Jetzt habe ich ja 30 Jahre nichts gemacht, aber trotzdem, das ist, finde ich, das Design, das gefällt mir unglaublich mit diesen Dingern. Genau, ja, das also hat sich auf jeden Fall doch bewährt und ja, und auf jeden Fall doch auch das Standard. Am Anfang dachte ich doch, Achtung, ich will die dann anpassen, dass die dann nicht, alles unnötig, ein Standard, genau. Und wird, und wenn ich merke, eine Kiste, die rutscht nicht richtig, aber wie gesagt, oft, es sieht tatsächlich dann so in der Praxis aus, dass die unter Umständen richtig sauber sitzen. Hier ist meine Ecke weggebrochen, das ist ja nun Recycling gewesen, nee, aber trotzdem, so insgesamt, ja, voll zufrieden und da wird auch nie unter Umständen richtig sauber aufgesetzt, weil das geht ja bei mir, weil ich ja nur die Dinger habe hier. Manchmal ist es ja mit dem Holz, ist dann vielleicht ein bisschen ungünstig. Genau, das ist schon besser, doch ich nehme immer diese Variante hier. Das ist mein Lieblingsabschlusskante. Genau. Ja, und dann hatte ich halt noch entwickelt, ich habe direkt nie aufgeräumt. Dass ihr seht, so sieht es eben aus, ne? Die gestellten Videos. Was soll der Müll? Jedenfalls hier habe ich dann die halben. So. Und ja, unter Umständen sitzt es da nie ganz perfekt. Da sieht man ja, genau. Wurde hier zu viel reingemacht, geht die Kiste kaum zu, aber das, sowas wird am meisten nachgearbeitet, aber auf jeden Fall hält. Also es ist, wir haben das also auf jeden Fall gut gemeistert. Und was ich halt nach wie vor an den Deckeln richtig gut finde, ist, ich habe jetzt keine Holzkiste, aber die Holzgemüsekisten passen. Auch die Großholzgemüsekisten. Und das finde ich, das sieht natürlich auch optisch genial aus, wenn man da diese Dinger drauf hat.
Ach, und was ich nie wieder machen würde, wäre auf jeden Fall die Löcher hier rein. Das ist mir zu groß. Ist auch unnötig. Also ich würde eher diese Halterung machen, die ich euch mal gezeigt hatte. Genau. Ja, genau. Also so bin ich doch jetzt so die erste Praxis, längere Praxis war jetzt. Ja, Vorhang kommen. Ui, der Regenschirm. Das ist alles auf engstem Raum hier. Mini Camper Life. Ihr kriegt also wieder mal eine richtig schön verwackelte Aufnahme. Genau. Und die Matratze haben wir jetzt schnell sogar rausgenommen und schlafen im Haus damit. Man kann da flexibel sein. Ja, spart insgesamt Ressourcen, Kosten. Genau. Das war soweit das Update. Also, ja. Und für die spanischen Gemüsekisten habe ich jetzt eine hier stehen. Ja, kriegt nur die schlechtesten Videoqualität. Das ist eh, ne? Ja. Das ist eh, ne? Und da kannst du total scheiße drauf sitzen auf der Kiste. Das ist eine Katastrophe. Aber mit dem Deckel hier ist das der absolute Hammer. Ja, wieder Recycling. Klick. Und dann sitzt das Ding. Herrliche Sache. Jetzt kann ich richtig drauf sitzen. Und jetzt kann man halt auch wieder in diese Richtung geht verlängern mit einem Zwischenraum. Wenn ich hier daneben gehen wollte, da muss immer eine Kiste sein. Oh, das macht nichts. Genau. Ja. Der Hahn macht wieder Lärm. Ja. Halleluja. Also einfach wieder viel Spaß. Genießt euer Leben. Alles Gute.